Die ersten 20 Minuten war Babelsberg so stark, da hätte man schon ein, zwei, dreimal hinten liegen müssen. Die machen dann das Tor, wo wir eigentlich schon ein bisschen dann uns ein bisschen gefangen haben. Aber wir haben heute gesehen, dass individuelle Fehler knallhart in der Regionalliga bestraft werden. Kompliment muss ich meiner Truppe dann in der zweiten Halbzeit. Die haben alles versucht, um noch einen Anschlusstreffer zu bekommen. Da wäre es vielleicht noch mal heiß geworden. Körperlich hat sich unsere Truppe auch gut präsentiert. Und ich denke, der Sieg geht in Ordnung für Babelsberg. Und trotzdem müssen wir jetzt nie zerstört hier nach Leipzig zurückkehren. Wir können trotzdem sagen, wir waren heute nie gut genug für Babelsberg. Und trotzdem haben wir bewiesen, dass wir mit Haltung verloren haben.